Für mich ist Farbe das kommunikationsstärkste Medium bei einem Auto. Wir erschaffen eine Welt und erzeugen Farben und Farbkombinationen, die es so in der Vergangenheit noch nie gegeben hat. Nach dem Briefing starten wir in der Regel mit einer Recherche, die aus verschiedenen Materialmustern, Lackmustern, Holzmaserungen, Chromelementen besteht. Des Weiteren gucken wir uns natürlich Trends an, Trendbücher, Extremsportarten. Weil in unserer Wahrnehmung ist ein M-Produkt ein Sportartikel im besten Sinne. Farbe ist für BMW M und auch für mich natürlich ein Statement, speziell wenn man parkende Fahrzeuge sieht. Eine Farbe erzählt immer ein Stück weit was über den Menschen. Will ich auffallen, will ich nicht auffallen? Also so gesehen ist Farbe natürlich ein Statement, ganz klar. Die Farbentwicklung für uns bei BMW M ist deshalb so besonders, weil sie extrem extrovertiert ist. Wir haben einen riesengroßen Spielraum. Wir schauen uns Farben natürlich sehr genau an. Da fängt es an mit der Flake-Größe. Da geht es darum, welche Nuancierung gehen wir Richtung kalt oder warm. Wie viel Tiefe hat ein Lack? Und das sind für uns die Stellhebel, die Millionen von Nuancierungen zulassen. Wir machen alles richtig, wenn wir nicht nur den Puls der Zeit erwischen, sondern den Puls setzen.